Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Alpha-Wölfin. Ja, ihr könnt es euch sicher schon denken, es geht um die neuen Gefährten, beziehungsweise speziell um Isobel, die hinter mir steht. Ich habe endlich die erste Quest von ihr freigeschaltet und dann wollen wir doch mal sehen, wie wir ihr helfen können. Meine Freundin, ich bin niemand, der gern um Gefallen bittet. Aber nun ja, ich habe gerade von Aurelia gehört. Ihr erinnert euch an sie? Meine Freundin aus Kindheitstagen, der wir beim Turnier geholfen haben? Wie geht es, Aurelia? Sie ist auf Reisen. Nach dieser Sache mit ihrer Mutter und dem Turnier riet ich ihr, sich selbst zu finden. Was auch fantastisch ist. Bedauerlicherweise wurden einige ihrer Besitztümer gestohlen. Darunter ein Siegelring, den ich ihr vor vielen Jahren geschenkt habe. Ist der Ring euch immer noch wichtig? Dieser Siegelring repräsentiert das Geschäft meiner Familie. Er steht für das Handelshaus Veloise. Jemand mit diesem Ring könnte vorgeben, für meine Eltern zu arbeiten. Das wäre nicht gut. Aurelia ist auf Stros Mackay. Könnten wir mit ihr reden? Natürlich nur, wenn es euch nichts ausmacht. Dann geht es also nach Stros Mackay. Danke vielmals. Hoffentlich wird Aurelia ein wenig Vernunft beweisen und bleiben, wo sie ist. Ihrem Brief zufolge sollten wir sie im Gasthaus zur kreischenden Meerjungfrau in Stros Mackay finden. Können wir darüber reden? Natürlich. Es ist mir ein Vergnügen, seit diesem Tag beim Turnier an eurer Seite zu reisen. Aber wir hatten bisher kaum Gelegenheiten, über meine Vergangenheit zu reden. Was möchtet ihr denn wissen? Warum ist Aurelia wohl nach Stros Mackay gegangen? Ich bin mir nicht sicher. Sie hat nichts gesagt. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass sie jemand Hübsches gefunden und entschieden hat, ihm auf die Insel zu folgen. Die Hälfte von Aurelias Geschichten klingt, als ob sie der Auftakt eines Liebesromans wären. Ihr mögt Liebesromane? Ich würde nie im Leben... Ja, natürlich mag ich Liebesromane. Welches weibliche Mitglied der Ritterorden tut das nicht? Habt ihr Begierden des Schwertes gelesen? Nun ja, egal. Das ist im Augenblick nicht so wichtig. Warum seid ihr bei den Jurvels aufgewachsen und nicht bei euren Eltern? Mein Vater und der verstorbene Fürst Jovel waren Freunde. Als es an der Zeit war, sich um meine Ausbildung zu kümmern, bot der Großkomtur mir einen Platz in ihrem Haushalt an. Für diese Güte bin ich ihr bis heute dankbar. Wie lange wolltet ihr schon Ritterin werden? Ich wollte schon Ritterin werden, als ich gerade mal alt genug war, einen Ast zu halten und Schattenkämpfe gegen Daedra zu führen. Meine Eltern unterstützten mich immer und sorgten dafür, dass ich alles bekam, was ich brauchte. Deshalb sind Aurelia und ich gemeinsam aufgewachsen. Als beinahe, aber eindeutig keine Schwestern. Seht ihr eure Familie oft? So oft ich kann, aber sie sind häufig geschäftlich außerhalb der Stadt unterwegs. Aber wir sehen uns immer an Feiertagen, wie zum Neujahrsfest. Sie waren auf Sommersend, als ich das Turnier gewann. Deshalb waren sie nicht bei meiner Ritterschlagzeremonie dabei. Dieser Siegelring, ist er wertvoll? Er besteht nicht aus Gold und er ist auch nicht mit Edelstein bestückt, nein. Aber Siegelringe lassen Banken und Handelspartner wissen, dass das Gegenüber ein bevollmächtigter Gesandter einer Familie ist. Jemand mit diesem Ring könnte für meine Eltern jede Menge Ärger verursachen. Warum habt ihr Aurelia den Siegelring vor all den Jahren gegeben? Das ist eine sehr gute Frage. Weil es mir damals richtig vorkam? Weil... Nun, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Konzentrieren wir uns einfach auf das Hier und Jetzt, ja? Danke für das Gespräch, Isobel. Ja, dann gehen wir nach Stros Mackay. Wir können losreiten. Ja, wir sind schon am Reiten, Isobel. Aber schön, dass dir das auffällt. So, wir müssen irgendwo geradeaus. Stenda behütet mich. Und die Münzen in meinem Goldbeutel. Das wäre, glaube ich, besser. Weil in dieser Gegend, naja. Da sind die. Da ist sie ja. Mit wem spricht sie da? Er kommt mir bekannt kaum vor. Zu fassen, dass die Stadtwache uns nicht helfen wollte. Wir suchen weiter, werte Aurelia.
Wahrscheinlich versteckt er sich einfach irgendwo auf der Insel. Ach, da. Ich erinnere mich an euch. Ihr habt Isobel beim Saphir-Turnier geholfen. Ihr trefft mich wirklich in meinem schlimmsten Moment an. Isobel hat euren Brief erhalten. Geht es euch gut? Ich bin unverletzt. Izzy hat euch sicher erzählt, was passiert ist. Ich kam hierher in Begleitung eines befreundeten Malers, Keith Lindris. Und ich dachte, vor ein paar Tagen seien unsere Zimmer eingebrochen worden. Nun, wie sich herausstellte, war Keith der Dieb. Er hatte es von Anfang an auf meinen Schmuck abgesehen. Wie habt ihr herausgefunden, dass Keith der Dieb war? Irgendetwas stimmte nicht. Ich fragte eine Kellnerin nach ihm und sie meinte, Keith sei ein allseits bekannter Schwindler. Ich ging in sein Zimmer, um ihn zur Rede zu stellen. Und es kam zu einem kleinen Handgemenge. Dabei riss ich ein Loch in seine Reisetasche und einer meiner Ohrringe fiel heraus. Dann lief er davon. Was konnte er außer euren Ohrringen noch entwenden? Nichts wirklich Wertvolles, aber Isobel schenkte mir vor Jahren diesen Ring mit ihrem Familienwappen. Ich weiß, dass er ihr wichtig ist und ich wollte ihn unbedingt zurückholen. Als ich zur Stadtwache ging, wurde ich einfach nur ausgelacht. Isobel und ich werden ihn zurückholen. Ich fasse nicht, dass ihr diesen Ring verloren habt, Aurelia. Oh, hallo, Kapitän Marso. Dass ich euch hier treffe. Schön, euch zu sehen, Isobel. Ich weiß, ihr seid wütend, aber der Dieb könnte noch auf der Insel sein. Vielleicht ist ihm auf der Flucht mehr Diebesgut aus der Tasche gefallen. Das ist eine tolle Idee. Ich habe Gutes über euch gehört, Reisende. Freut mich, dass Isobel jemanden an ihrer Seite hat, dem sie vertrauen kann. Hoffentlich findet ihr den Siegelring, bevor der Dieb aus Drosmekai flieht. Entschuldigt, wer seid ihr? Verzeiht, ich bin Marso, Kapitän unter der Flagge des Handelshauses Veluis. Ich arbeite für Isobels Familie. Sei gedankt, dass ich Durst hatte. Ich wollte hier einen Schluck trinken und dann sah ich, wie sich Aurelia an der Bar die Augen ausheulte. Dann kennt ihr Isobel und Aurelia? Ich arbeite seit vielen Jahren für Isobels Eltern, ja. Ich kenne die beiden Frauen schon eine halbe Ewigkeit. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Aurelia schon eine Weile nicht mehr gesehen habe. Ich bedauere nur, dass ich ihr nicht helfen konnte. Die Stadtwache war keine Hilfe? Seht euch um, gute Frau. Stross ist nicht wirklich eine Bastion von Gutmenschen. Viel Glück bei eurer Suche. Ich bleibe bei Aurelia und sorge dafür, dass ihr nichts passiert. Wenn der Dieb entkommen ist, tja, dann wird Isobel ihren Eltern berichten müssen, dass der Ring verschwunden ist. Vielen Dank, Captain. So, spürt Liv Lindris auf. Dann schalte ich doch mal die Namen ein. Ah, Moment, hier ist was. Na, das rieche ich bis hierher. Ist das Haarfett? Typisch. Kaum zu fassen, dass die Stadtwache uns nicht helfen wollte. Wir suchen weiter, werte Aurelia. Wahrscheinlich versteckt er sich einfach irgendwo auf der Insel. Hier müsste aber irgendwo noch was sein. Jetzt weiß ich nicht, ob das von hier oder vom anderen ist. Nee, das ist vom anderen. Laufen wir mal eben darüber. Ah, da ist was. Graviertes Armband. Oh, das ist aber riesig. Das wird mich aber trotzdem mal interessieren. Rekrutiert. Ach so, das ist gar nicht. Ach. Okay, okay. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass das dazugehört. Wenn er hier durchkam, dann war er unterwegs zum Anleger. Ich kann es kaum erwarten, diesen Lump in die Finger zu bekommen. Ja, dann komm, Isobel. Wieso sehe ich die nicht mehr auf meiner Karte? Wo ist sie? Mädel. Na komm, ich mach das mal für dich hier. Hier ist noch was. Ein Süßkringel. Sucht Schatten, sitzt aber da. Ich mache gerade Pause und denke über den Dunkelelfen nach, da bei den Booten. Eines Tages bringe ich ihn um, glaube ich. Ich habe nur nach Informationen über einen anderen Dunkelelfen gesucht. Keith Lindris. Sagt mir nichts. Aber jemand ist hier in großer Eile vorbeigekommen. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn töten soll. Blitzschnell, ein Dolch in den Rücken. Ich habe es aber nicht getan. Vielleicht ein andermal. Wo bin ich denn hier gelandet?
Hat er ein Schiff genommen? Vermutlich. Fragt Aydra. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Schatten suchen und darüber nachdenken, wie man Leute umbringt. Das okay. War ein klein wenig gruselig. Ja, nur ein klein wenig. Ich bin nicht bestechlich, hab sehr viel zu tun. Und bevor ihr fragt, nein, wir verschiffen Dornengeckos nicht unverpackt. Ihr, wie bitte? Egal, ich suche nach einem Dunkelelfen namens Keith. War er hier? Hör zu, in kaum einem anderen Hafen diesseits von Hughes Fluch geht es so zu wie in Stross. Hier kommen eine Menge Leute vorbei. Aber ja, ich habe Keith Lindris gesehen. Offenbar hat der clevere Mistkerl seine Gaunereien an den Nagel gehängt. Er hat sich eine Überfahrt auf einem Schiff gebucht. Er arbeitet jetzt für das Handelshaus Veluise. Habt ihr gesehen, welches Schiff er nahm? Klar, er war auf Daidesis Schiff, der Sentjeherz. Sie segelten in Richtung Sedanen. Davak Laren dort drüben kann euch nach Sedanen bringen, wenn ihr es euch leisten könnt. Danke. Drake, wir müssen reden. Ja, dann bleib stehen. Ich hatte gehofft, dass das eine schnelle Reise zu einem fernen Hafen wird. Dass wir den Ring finden und uns einen Humpen am Kai gönnen. Stattdessen muss ich euch nun bitten, mit mir nach Wartenfeld zu reisen. Ihr wollt ihn verfolgen? Ich denke, dass wir das müssen. Er hat sich mit dem Siegel bereits eine Überfahrt auf einem Boot gekauft. Das Geschäft meiner Eltern baut auf ihren hervorragenden Ruf. Was, wenn er den Ring missbraucht, um Gold abzuheben? Oder einen unserer Handelspartner übers Ohr zu hauen? Dann schnappen wir in uns diesen Keith Lindris. Danke, meine Freundin. Das ist sehr wichtig für meine Familie. Aber ich bin auch so wütend auf Aurelia. Das war eine Herzensangelegenheit. Als ich ihr den Ring vor all den Jahren gab, bedeutete mir das viel. Ich kann nicht glauben, dass sie es so weit kommen ließ. Reisen wir nach Sedanen. Oh nein, er ist entwischt. Macht nichts. So Wartenfeld. So, wo müssen wir denn hin? Wahrscheinlich zu dem Typen, der uns damals auch empfangen hat hier. Oder auch nicht. Nee, der schickt uns wieder raus. Oh, guten Tag, Herr Geist. Da ist einer. Wollt ihr etwas essen oder trinken? Jemand im Gasthaus kann euch etwas bringen. Aber ich muss euch warnen, der Koch ist grauenhaft. Ich sollte es wissen. Ich habe dort früher gearbeitet. Scheiße, mir kommt diese Synchronsprecherin so bekannt vor. Eigentlich suchen wir nach einem Mann namens Keith Lindres. Kennt ihr ihn? Oh ja, ich kenne Keith. Mit Männern wie ihm hat man eine Menge Spaß. Bis sie einen in ihre miesen Machenschaften hineinziehen und man seine Stelle verliert. Der schleimige Widerling ist bereits weitergezogen. Was hat er denn jetzt getan? Er hat einer Freundin etwas Wertvolles gestohlen. Das schockiert mich nicht sonderlich. Er ist ein Intrigant. Er hat ein paar Sachen in der Taverne zurückgelassen und sich wie der Blitz aus dem Staub gemacht. Ich habe für ihn gebürgt, also verlor ich meine Stelle. Ihr dürft gern sein Bündel durchwühlen. Ich glaube, er wollte nach Wegesruh. Danke. Oh, ich muss mich beim Shane etwas mehr zurückhalten. Kennt ihr diesen merkwürdigen Geschmack hinten am Gaumen, wenn der Shane schlecht wird? Oh, das schmecke ich gerade. Oh. Könnt ihr uns mehr über Keith erzählen? Er ist selbstredend ein Dieb und ein Charmeur. So wickelt er einen um den Finger. Ich lernte ihn in Ebenherz kennen. Da ich nichts Wertvolles besaß, war ich kein Ziel für ihn. Ich arbeite nur an Orten wie diesem hier, um meine Alchemiestudien zu finanzieren. Wie habt ihr eure Stelle verloren? Als er wieder in der Stadt auftauchte, zeigte er überall den Siegelring eines Handelshauses. Er meinte, er wäre fertig mit den Gaunereien. Er war recht großzügig und ließ alles auf das Haus anschreiben. Kaukau, der Koch, wusste, dass da etwas faul ist und holte den Besitzer. Kief suchte das Weite und ich wurde entlassen. Was habt ihr jetzt vor? Ich sollte nach vorn blicken, mir eine neue Stelle suchen und meine Studien fortsetzen. Aber ich würde auch gern sehen, wie Kief die gerechte Strafe ereilt. Vielleicht mache ich es ja zur Abwechslung mal wie ihr, Sergio.
Ich suche ihn in Wegesruh und lasse ihn büßen. Woher wisst ihr so viel über seine Machenschaften? Ich kannte ihn eine Weile. Flüchtig. Er ist nett zu den Leuten, solange er einfach nur Spaß haben will. Ich habe mittlerweile ein gutes Gespür für ihn. Aber man lebt und lernt. Und du, Max, soll meinen Stolz holen. Ich stehe das durch. Lektion gelernt. Danke, Galedra. Zum kecken Nix. Stender steht uns bei. Dann geht es wohl nach Wegesruh. Jupp. Dann reisen wir mal eben schnell dorthin. Der Ritt beginnt. Ja, aber der ist nicht lange, Isobel. Und dann sehen wir uns gleich in Stormhafen wieder. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir da am besten hin? Ich kann hier in der Stadt sicher meine Rüstung ausbeulen. Wie konnte ich ihm nur vertrauen? Mia, rede mit mir. Kann ich euch behilflich sein? Im Moment ist es etwas ungünstig. Bist du der gleiche, den ich von woanders kenne, oder ist das nur die gleiche Synchronstimme? Seid ihr Jules Laudon? Wir versuchen, Liv Lindres zu finden. Kief? Was? Habt ihr ihn gefunden? Ja. Geht es ihm gut? Reißt euch zusammen, Jules. Das ist unter eurer Würde. Ich fange noch einmal an. Ich kenne Kief. Sehr gut. Ich glaube, dass er sich mit einigen Wertgegenständen aus dem Staub gemacht hat. Genauer gesagt, habe ich ihm einen persönlich gegeben. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Ich habe seine Sachen durchsucht, während er badete. Ich habe eine Nachricht von einem gewissen Goldblatt gefunden über ein Treffen in Belkart. Und die Nachricht schien mir gleichermaßen persönlich wie geschäftlich. Ich stellte ihn zur Rede und jetzt ist er weg. Am liebsten würde ich diesen Goldblatt warnen. Vielen Dank, Jules. Aurelia wird knallrot werden, wenn sie hört, mit was für einem absoluten Schuft sie sich da eingelassen hat. Und jetzt folgen uns auch noch seine anderen Opfer. Was haltet ihr von der Sache? Jetzt, da wir mit Jules und Galedra gesprochen haben, denke ich, er hat sich Aurelia gegenüber untypisch verhalten. Er wollte den Siegelring wohl um jeden Preis haben. Er ist nervös und vielleicht unvorsichtiger als sonst. Ich wünschte wirklich, ich hätte Aurelia den Ring nicht geschenkt. Wieso das denn? Nun, als ich ihn ihr schenkte, waren meine Gefühle ihr gegenüber noch völlig anders. Ich dachte, dass ich sie liebe. Ich nahm an, dass Aurelia klar sein würde, was mir der Ring bedeutete. Und sie so verstehen würde, was sie mir bedeutete. Und jetzt fühlt ihr nicht mehr so? Dreik, nein! Sie ist noch immer meine beste Freundin, aber wir haben solch unterschiedliche Wege im Leben eingeschlagen. Das hätte nie funktioniert. Wenn ihr mir noch helfen wollt, sollten wir nach Karkstein aufbrechen. Offenbar haben wir eine Menge Gesellschaft in Belkart. Gehen wir. Ja, und nachdem der Monat schon fast vorbei ist, gibt es ja auch in Karkstein dann bald das Event. Um genau zu sein, am Donnerstag. Da freue ich mich schon drauf. Mal schauen, wie es ist. Es ist nämlich ein ganz brandneues Event. Wo habe ich denn... Ich sollte vielleicht unter Karkstein gucken, nicht unter Belkart selber. So, da muss ich jetzt aber doch mal gucken. Hier war doch gerade irgendwo noch ein Kreis. Ach so, da an der Taverne. Okay, einmal aus dem Weg bitte. Hier kommen wir. Platz da. So. Ich schätze, der ist oben. Was ist? Ja, ich denke wirklich, dass er oben ist. Da. Sieht aus, als wären eure, Freunde bereits hier. Halt, Blatzo, hört doch zu! Dieser Lump wird euch im Stich lassen, wie er es auch mit uns getan hat. Wegen euch brummt mir ohnehin schon der Schädel. Und jetzt kommen noch mehr? So hatte ich mir diesen Tag nicht vorgestellt.
Ich wollte mich gerade mit diesem Keith Lindris treffen. Dann tauchen diese beiden auf. Und jetzt ihr. Ganz schön was los in der Taverne. Worum ging es bei eurem Treffen? Keith und ich liebäugelten seit einer Weile damit, gemeinsam Geschäfte zu machen. Dann erhielt ich einen Brief von ihm, in dem er meinte, dass er für das Handelshaus Veluise arbeite. Also antwortete ich, ich bin dabei. Wie sah sein Plan aus? Er wollte Seide aus Hochinsel hierher aufs Festland verschiffen. Die ist höchst begehrt bei meiner Kundschaft. Aber wie ich jetzt höre, war das alles nur falsches Spiel. Er benutzt einen gestohlenen Siegelring der Familie Villois. Meine Güte, wie erbärmlich. Nun, ich muss auf meinen eigenen guten Familiennamen achten. Ich wollte mich hier im Keller mit ihm treffen. Der Eingang ist an der Seite. Warum geht ihr und eure imposante Freundin nicht dorthin und sprecht mit ihm? Danke. Meine Freundin und ich übernehmen das. Ihr drei bleibt hier. Wir übernehmen das. Genau. Isobel, wo bist denn du? Ach, da kommst du. Okay, Moment. Seiteneingang. Wir müssen erstmal wieder runter. Und dann müssen wir einen Seiteneingang finden. Der komplett auf der anderen Seite ist. Schicke Tür. Das riecht nach Ärger. Wir verschwinden von hier, Lindris. Moment, Vollmoor. Seht, was ihr beide getan habt. Ihr habt eine großartige Geschäftsidee vermasselt. Hallo? Geht's noch? Gut, ich gebe auf. Ich gebe auf. Was auch immer ihr wollt, ihr sollt es haben. Ihr seid Freundinnen von Aurelia Jovell, nicht wahr? Ja, erwischt. Ihr habt mich erwischt. Keith Lindris, zu euren Diensten. Eure vor Wut schäumende Rittergefährtin muss Isobel sein. Sie will ihren Ring zurück, ich will nicht ermordet werden. Wir haben keinerlei Probleme miteinander. Das kommt darauf an, ob wir den Ring kriegen. Wie können wir euch vertrauen, Keith? Das könnt ihr nicht. Nicht wirklich. Aber ihr könnt absolut darauf vertrauen, dass ich diese Angelegenheit hier lebend überstehen möchte. Ich nehme an, ihr seid gesprächsbereiter als die wütende Frau mit dem Schwert hier und dass ich euch verraten muss, wo der Ring ist. Ihr habt den Ring nicht bei euch? Ich habe ihn versteckt, aber ich verrate euch, wo er ist. Ihr habt mich einmal gefunden. Ich bin mir sicher, dass ihr das wieder schafft. Lasst mich nur mit meinem wunderschönen Gesicht auf meinem perfekten Körper gehen. Abgemacht? Abgemacht. Wo ist er? Vergraben am Fuß einer Felsdoppelspitze, direkt nördlich von Ogondas Weinkeller. Hey, nehmt es nicht persönlich, aber ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Dann überlassen Isobel und ich euch euren Freunden. Moment, welche Freunde? Diese Freunde. Hallo, ihr Lump. Ihr habt mich meine Stelle gekostet. Wir haben eine Strafe ersonnen, die zu seinen Vergehen passt. Wir möchten, dass ihr die Wahl trefft. Bitte tut das für uns und danke. Oh, scheiße. Okay. Dieser verfluchte... Keith wird einfach eine Wache betören und aus der Stadt verschwinden, wenn wir ihn dem Gesetz übergeben. Ich habe eine viel bessere Idee. Wie sollte er eurer Meinung nach bestraft werden? Nun, ich musste meine alchemistischen Studien abbrechen, weil ich meine Stelle verlor. Wie sollten wir ihn besser bestrafen, als ihn zu zwingen, eine meiner Rezepturen auszuprobieren? Es ist eine Verwandlungsmixtur, die ihn ein paar Tage lang in einen Skewer verwandeln sollte. Sollte? Ich bin mir sicher, dass ich alles richtig gemessen habe. Es hält höchstens eine Woche an. Vielleicht einen Monat. Gut, es ist ein wenig experimentell, aber mein Ausbilder war wirklich zufrieden damit. Und das Beste ist, man trägt es auf die Haut auf. Es ist vielseitiger als eine Rezeptur, die man trinken muss. Lasst mich darüber nachdenken. Galetra und ich sind recht unterschiedlicher Auffassung, wie Keith bestraft werden sollte. Aber wir sind uns darin einig, dass er büßen muss. Wenn wir ihn einfach den Wachen übergeben, wird er sich wohl aus dem Gefängnis herausreden. Genau wie er mich aus meinen... Ach, egal. Wie sollte er eurer Meinung nach bestraft werden? Nun, Keith hat mich zum Narren gehalten. Aber ich bin nicht wirklich wütend auf ihn. Ich möchte mich positiv an die Zeit mit diesem Schuft zurückerinnern. Mara, behüte ein liebendes Herz vor solchen Fehlern.
Ich schlage vor, Keith in ein weit entferntes Kloster bringen zu lassen. Warum sollte er dort bleiben? Oh, die Brüder des Bundes sind ein strikter Orden. Keith würde ein volles Jahr nicht gehen dürfen. Ich hoffe inständig, dass er von ihrer Philosophie lernen wird. Außerdem leben sie in einem strikten Zölibat. Das würde ihm helfen, seinen Kopf frei zu bekommen. Ehrlich gesagt gefallen mir ja beide Richtungen ziemlich gut. Also, ich tendierte bis eben noch zu der Variante, dass er als Käfer rumläuft. Aber man muss ja dazu sagen, er ist natürlich ein Dieb und ein Schuft, aber er hat ja noch nichts Böses in dem Sinne getan, so wie ich es verstanden habe. Und wenn er jetzt als Käfer rumläuft, dann kann es vielleicht sein, dass er dann getötet wird oder so. Da ist vielleicht ein Orden, was sogar noch länger wäre, ein volles Jahr und wo er vielleicht sogar tatsächlich noch was lernen könnte, wobei ich mir das bei ihm nicht so wirklich vorstellen kann, gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, das scheint mir eine treffende Bestrafung zu sein. Keith, ich nehme euch mit auf eine Reise. Ein wenig Zeit in Einkehr und Demut inmitten der Bruderschaft des Bundes werden euch zu einer besseren Person machen. Ihm fröstelt schon. Vielen Dank, Caligra. Bis das wieder vergeht, werden wir auf halbem Wege zum Kloster sein. Okay. Ja, man sollte sich halt nicht mit wütenden Leuten angegriffen hat. Krieger aus Stein. Den muss ich aber mal eben nehmen, weil den finde ich so selten überhaupt. Könnt ihr mal nicht alle durcheinander sprechen hier? Schrecklich. Okay, also, Moment. Wo sollen wir den Ring jetzt finden? Was hat er nochmal gesagt? Der ist oben rechts raus. Das heißt, wir folgen jetzt dem Weg hier oben. Schnappen uns mal ganz schnell den Runenstein, der hier am Wegesrand liegt. Das könnte hilfreich sein. Ja, weltliche Runen sind für mich immer hilfreich, Isobel, weil, ne? Ich bin Housing Freak. So, jetzt ist die Frage, doch, ich bin jetzt noch einigermaßen in der richtigen Richtung. Ja, da kann ich jetzt leider auch nicht nein sagen. Es tut mir wirklich leid. Auf der linken Seite irgendwo vergraben, hat er ja gesagt. Irgendwo hier vergraben oder kann ich das sehen? Das ist jetzt die Frage. Irgendwo in diesem Bereich. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich nicht direkt bei denen ist. Da, dieser Fels mit den zwei Zacken. Hat der gierige Skewer nicht eine Doppelspitze erwähnt? Mike sieht aus, als wäre er ehrlich gewesen. Also dieses Mal. Endlich halte ich ihn wieder in Händen. Dieses kleine Ding hat so viel Ärger gemacht. Verflucht. Ich kann euch gar nicht sagen, was es mir bedeutet, diesen Ring wiederzuhaben. Was war das nur für eine Reise? Wenn ich mir den Ring so ansehe, dann werde ich schier übermannt von Emotionen. Aurelia kannte mich besser als sonst jemand auf der ganzen Welt, als ich ihr diesen Ring schenkte. Aber sie wusste nicht, was der Ring bedeutete. Sie hat es nie wirklich verstanden. Und mich auch nicht. Was habt ihr jetzt damit vor? Im Moment will ich nichts auf ganz Tamriel mehr, als meine Eltern zu sehen. Ich muss ihnen erzählen, was passiert ist. Ihnen den Ring zurückgeben, damit sie ihn gut verwahren. Vielleicht mich von meiner Mutter umarmen lassen. Nun denn, wohin sollen wir gehen? Meine Eltern leben in einem Stadthaus am Hafen von Gondvalon auf Hochinsel. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr sie kennenlernen könntet. Ja, natürlich, kein Schön, Thema. Schön, nicht zu Fuß gehen zu müssen. Nee, ich finde das auch immer sehr mühsam, für ein paar Schritte zu Fuß zu laufen. Ich bin übrigens gerade in die falsche Richtung am Laufen. Ja, der ist ein bisschen näher dran. Dann würde ich sagen, gehen wir zu dem Wegschrein hier hinten. Das ist unfair, wenn wir zwischendurch immer so Sachen stehen haben. Weil die muss ich natürlich mitnehmen. Das ist doch ganz klar. Das mache ich normalerweise im Let's Play nicht, wie ihr wisst. Aber naja, manchmal kann ich meine Hände auch nicht bei mir behalten. Hier, da oben. Genau. Den nehmen wir. Gut, das ist nicht so wichtig. Irgendwo auf der Hochinsel, hat sie gesagt, soll das sein. Es sieht mir jetzt sehr danach aus, dass wir erstmal nach hier oben reisen müssen und er mir dann erst
anzeigt, wo wir denn hin müssen. So. Chris. Nee. Hä? Sie hat doch was von Gonfalon erzählt. Das wäre aber unten die Hauptstadt, aber da ist auch kein Questmarker. Willst du mich jetzt veräppeln? Am Hafen von Gonfalon. Da müssen wir doch nach unten. Wieso zeigt er dir das dann hier an, als ob wir nach da oben müssen? So, bekomme ich denn jetzt vielleicht irgendwo einen Questmarker? Ich meine, gut, am Hafen kann vieles sein. Wir müssen da erstmal raus. Wieder im Sattel. Das ist, manchmal ist es bei den Quests so ein bisschen unübersichtlich. Dann schicken sie einen plötzlich wieder im Kreis herum und ich meine, das ist jetzt hier noch nicht passiert. Das ist es. Mein Familiensitz. Halt, stopp, wo? Ich bin nicht nervös. Ihr seid nervös. Wieso? Warum bin ich nervös? Gut, das ist gut. Wir können die Sachen ja alle direkt mitnehmen. Das merke ich mir für, wenn ich wieder rausgehe. Hallo Mutter. Hallo Vater. Ich muss euch etwas erzählen. Ein Dieb hat meinen alten Siegelring gestohlen und das könnte ernsthafte Probleme verursachen. Keine Sorge. Meine Freundin und ich kümmern uns darum. Hm. Das würde einige der Briefe erklären, die wir erhielten. Wir haben den Dieb erwischt. Ich möchte, dass ihr den Ring verwahrt. Ich bin nicht in der Lage, darauf aufzupassen. Dahinter steckt sicherlich eine Geschichte, die mit Aurelia zu tun hat. Aber fürs Erste freue ich mich einfach, euch zu sehen. Werte Freundin, ich möchte euch den ehrbaren Delvin Veloïs und seine Gemahlin Mariette Veloïs vorstellen. Willkommen! Isabel schreibt uns oft, wir haben das Gefühl, euch längst zu kennen. Das ist schön, dabei war ich gar nicht so viel mit ihr unterwegs. So, jetzt kennt ihr also meine Eltern. Sie sind wirklich die nettesten Leute überhaupt. Auch wenn sie mitunter ein wenig anstrengend sein können. Möchtet ihr den Ring wirklich bei euren Eltern lassen? Absolut. Wenn ich den Ring auf unseren Reisen verliere, endet er nur wieder in den Taschen des nächsten Schurken. Außerdem fühlt es sich richtig an, dass der Ring in mein wahres Zuhause zurückkehrt. Dass ein Kapitel meiner Vergangenheit endet. Das Kapitel eurer Gefühle für Aurelia endet? Ja, genau. Mir ist es lieber, dass er hier auf dem Sims liegt, als Erinnerung meiner Hingabe an meine Familie. Und nicht mehr als Erinnerung an die Isobel vor all diesen Jahren. Das ergibt Sinn. Wir haben der Gerechtigkeit zum Sieg verholfen. Und ich habe etwas richtiggestellt, das schon lange überfällig war. Dieses Abenteuer hat mich daran erinnert, wie wichtig es ist, ehrlich zu den Leuten zu sein, die einem am Herzen liegen. Also, damit ihr es wisst, unsere Freundschaft ist mir enorm wichtig. Danke. Und wir haben einen Vorratssack erhalten. Ich danke euch. Es geht mir deutlich besser, wenn ich weiß, dass ihr ihn habt. Natürlich verwahren wir ihn für euch. Aber wir vertrauen euch. Fragt, wenn wir euch dabei helfen können, herauszufinden, wohin er gegangen ist, ja? Wir lieben euch auch. Ja, das hört sich doch richtig gut an. Und damit ist dann auch unsere heutige Gefährtenquest wieder zu Ende. Ich würde ja gerne sagen, Ende gut, alles gut, aber ich weiß, dass noch, ich glaube, 2 Gefährtenquests mit ihr kommen werden. Und ja, mal sehen, was dann passiert. Ob der Ring wieder gestohlen wird vielleicht oder ob sie andere Probleme haben wird. Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf, wenn wir die anderen Gefährtenquests machen. Und natürlich freue ich mich auch drauf, wenn wir Funke in ihren Gefährtenquests sehen können. Ich werde aber erstmal Isobel versuchen, auf Max-Level zu leveln, sodass ich da alle Gefährtenquests natürlich auch bekomme nebenbei. Und dann geht's erst mit Funke weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!